Die Herrin von Tare. Embeth, die Herrin von Tare, schlich vorsichtig durch die dunklen Gänge des Palastes. Die meisten Festgäste vergnügten sich noch im Mondsaal, während es ihr endlich gelungen war, sich von dort zurückzuziehen. Die Hofetikette verlangte, dass jeder an seinem Platz blieb, bis der König und die Königin sich entfernt hatten. Die Herrin hatte nicht erwartet, Axis beim Bankett zu sehen. Als er dort auftauchte, durchfuhren sie Gefühle der Überraschung und Freude. Der junge Mann wäre eigentlich erst im Frostmond von Koroleas zurückerwartet worden. Wie schön, dass der Axtherr seinen Weg zum Palast gefunden hatte und nicht im Turm des Seneschalls geblieben war. Der Turm bot ihnen nur wenige Möglichkeiten, sich heimlich zu treffen. Ganz davon zu schweigen, dass Embeth sich schon eine sehr gute Ausrede einfallen lassen musste, um sich länger dort aufzuhalten. Axis war 8 Jahre jünger als sie, aber sie hatte sich in ihrem Aussehen gut gehalten. Seit der Seneschall den Knaben als 11-Jährigen nach Tare geschickt hatte, um dort unter der Anleitung des Burgherrn im Waffengang geübt zu werden, waren Embeth und er miteinander befreundet. Damals war die Herrin selbst noch fast ein Mädchen gewesen und der schweigsame Knabe war ihr bald zum Gefährten geworden. Als sie dann Kinder bekommen hatte, hatte er sich auch mit ihnen angefreundet. Einer ihrer Söhne, Timozel, diente unter Axis bei den Axtschwingern. Vor 5 Jahren war ihr Gatte verschieden und seitdem waren die beiden sich immer näher gekommen. Mittlerweile waren sie Geliebte, die sich jedoch nur ab und an trafen. Für mehr mangelte es an geeigneten Gelegenheiten und dann galt es auch noch, den Makel von Axis Geburt zu bedenken. Die Schande, die Rivka über sich gebracht hatte, haftete auch an ihrem Sohn. Embeth musste auf ihren Ruf achten, denn sie war noch jung genug, um sich wieder zu verheiraten und einem anderen Gatten Söhne zu schenken. Die wenigen Nächte, die der Herrin und dem Krieger blieben, waren von viel Vorsicht und Heimlichtuerei begleitet und darum vielleicht umso süßer. Embeth hatte keine Kerze dabei und vertraute ganz auf das Licht der wenigen Lampen, die hier und da in den Gängen brannten. Selbstredend hob sie auch die Röcke hoch, um sich nicht durch ein Rascheln zu verraten. Jetzt zahlte es sich aus, dass sie zum Fest das schwarze Seidengewand angezogen hatte. Immer wieder zitterte sie in der kühlen Nachtluft. Möglicherweise lag das aber auch daran, dass sie Axis Kammer immer näher kam. Arthur sei Dank, dass einem Axtherrn eine eigene Räumlichkeit im Palast zustand und er nicht bei den gemeinen Soldaten in der Kaserne unterkommen musste. Die Herrin musste im Halbdunkeln lächeln. Hätte sie sich auch dann zu ihm geschlichen, wenn er in den Mannschaftsunterkünften gelegen hätte? Embeth stellte sich vor, wie sie mitten in der Nacht in einem Raum voller Soldaten entdeckt würde, die Corsage aufgeschnürt und mit bloßem Busen. Fast hätte die Herrin laut gelacht. Plötzlich hielt sie jemand von hinten fest. Ein starker Arm legte sich um ihre Hüften und eine Hand verschloss ihr den Mund, um jeden Laut zu ersticken. Im ersten Moment erstarrte die Herrin vor Schrecken. Doch dann entspannte sie sich und lehnte sich gegen den Mann, der sie da hielt. Selbst noch im schwärzesten Loch des Nachlebens hätte Embeth die Berührung seiner Hände und seinen Geruch wiedererkannt. Axis. »Ihr seid an meinem Raum vorbeigegangen«, flüsterte er ihr ins Ohr, und sein Atem strich ihr warm über die Wange. »Da habe ich mich gefragt, ob ihr vielleicht den Gang weiter hinunter zu einem anderen Stelldichein wolltet.« Er spürte, wie ihre Lippen sich in seiner Hand zu einem breiten Lächeln weiteten. Sanft zog Axis sie ein paar Schritte zurück, bis sie eine geschlossene Tür erreichten. Sie öffnete sich sacht unter dem Druck seiner Schulter, und die beiden traten in eine einfache Kammer. Der Hausverwalter Priams hatte Anweisung erhalten, dem Bastardneffen des Königs keinen prächtigen Raum zuzuweisen. Nachdem die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war, drehte Embeth sich um und legte den Kopf an seine Brust. Schweigend standen sie da, hielten sich fest und spürten, dass im Moment ihre Freundschaft viel wichtiger war als alle Leidenschaft. Schließlich löste die Herrin sich von ihm und musterte ihn im Kerzenlicht. »Ihr seht erschöpft aus, Axis. Wie lange seid ihr geritten?« Er verzog das Gesicht und ließ sie los, um ihnen beiden Wein einzuschenken. »Ich bin vor 3 Tagen in Nordmut aufgebrochen.« Embeth nahm den Becher entgegen und trank einen kleinen Schluck. Ein wahrhaft harter Ritt von der Hafenstadt nach Kalon. Außergewöhnliche Umstände mussten vorliegen, wenn der Axtherr sich und seinem Ross so wenig Schonung gegönnt hatte.
seine unerwartete Rückkehr, nachdem er doch eigentlich noch 6 Wochen in Koroleas hätte bleiben sollen, bestätigte die Gerüchte, dass schlimme Dinge bevorstünden. Embeth durchfuhr Furcht um ihren Sohn Timozel. Wenn Axis in die Sache hineingezogen würde, dann sicher auch seine Elitetruppe. Die Herrin wandte sich ab und tat ein paar Schritte durch die kleine Kammer. Axis hatte seine Satteltaschen und seine sonstige Ausrüstung in eine Ecke geworfen. Embeth hätte dort am liebsten gleich Ordnung geschaffen, widerstand aber diesem Drang. Seine kleine Reiseharfe, ohne die man ihn nur selten sah, lag auf einem der beiden Nachttische. Die Axt, Symbol des Seneschalls und der Axtschwinger, stand an der gegenüberliegenden Wand. Doch wie die meisten Soldaten trug Axis auch ein Schwert und betrachtete dieses als seine Hauptwaffe. Die Schneide mit der griffbereiten Klinge hing am Kopfende des Bettes. Embeth fragte sich, wie viele Männer er damit wohl schon getötet haben mochte. Wie viele hatte er auf Geheiß des Bruderführers im Namen von Arthur und dem des Flugs erschlagen? Sie liebte und achtete Axis, aber sein Amt als Axtherr des Seneschalls flößte ihr Bewunderung ein, und die Macht des Seneschalls selbst und seines Bruderführers ängstigte sie. »Wenn ihr so hart und rasch reiten musstet«, bemerkte die Herrin leise, »dürften euch keine erfreulichen Gründe dazu gezwungen haben.« Der junge Mann trat hinter sie, rieb ihr sanft mit der Hand über den Nacken und genoss die Berührung ihrer weichen Haut und die seidige Glätte ihres glänzenden braunen Haars. »Man hat mir nur wenig mitgeteilt, Embeth, und die Gerüchte, die am Hof kursieren, dürften genauso zutreffend sein wie meine Vermutungen.« Das bezweifelte die Herrin doch sehr, aber sie verstand seine Zurückhaltung. Axis redete nur selten über seine Amtspflichten und so gut wie nie darüber, zu welchem Zweck man ihn wohl schickte. Sie entspannte sich und genoss seine sanft massierenden Finger. »Hat Timozel sich in Koroleas bewährt?« »Timozel gefällt mir immer besser, Herrin von Tarel.« »Und ihr habt allen Grund, stolz auf ihn zu sein. Wenn euer Gemahl Ganelon noch lebte, wäre ihm der Junge ebenfalls ein Wohlgefallen. Timozel ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen.« Er küsste ihren Hals. »Hat Stärke entwickelt. Noch ein Kuss?« »Und gewinnt von Woche zu Woche an Klugheit.« Er drehte Embeth zu sich herum und küsste sanft ihre Lippen. In 2 oder 3 Tagen dürfte er mit den anderen Axtschwingern in Carlon eintreffen. Doch im Augenblick, edle Herrin. Doch im Augenblick, edle Herrin, fühle ich mich viel zu ermattet, um noch länger zu reden. Axis hatte es schon immer Mühe bereitet, vor Embeth über Timozel zu sprechen. Was sollte er ihr erzählen, wenn der Junge sich eines Tages am falschen Ende von 5 Handspannen gehärteten Stahls wiederfinden sollte? Wie könnte er ihr seinen Tod nahe bringen? Der Axtherr zwang seine Gedanken fort von diesem unerquicklichen Bild. Er saß in der Falle, konnte sich nicht bewegen, wurde von dem dickflüssigen Hass gefangen gehalten, der sich in die Schwärze und Leere zwischen ihnen ergoss. Verzweifelt wand er sich, versuchte die umhüllten Arme und Beine zu befreien und kannte keinen anderen Gedanken mehr, als diesem Schrecken zu entfliehen, der mit jedem Atemzug näher kam. »Nein«, ächzte er leise, »nicht, geh weg, na, will ich nicht, bis ich mein Vater hinfort mit dir.« Aber die teuflische und abstoßende Wesenheit ließ sich davon nicht im Mindesten abhalten. Er wusste, dass nur noch wenige Momente vergehen würden, ehe ihm der widerwärtige Gestank in die Nase drängte. Bald musste er das Ringen darum aufgeben, sich zu befreien, lag schwer atmend da und sammelte lieber seine Kräfte für den Kampf, der gleich bevorstand. »Geh weg«, flüsterte er heiser. Die Wesenheit kam noch näher. Er spürte, wie sie ihn in der Dunkelheit umkreiste, fühlte ihre ekelhafte Anwesenheit. »Axis, mein Sohn!« Der junge Mann erzitterte heftig, als die Stimme durch den dunklen Raum zwischen ihnen fuhr. »Nein«, stöhnte er wieder. Er nahm von dem anderen nichts als Hass wahr. »Mein Sohn! Man hätte niemals zulassen dürfen, dass du das Licht der Welt erblicktest. Du bist etwas Widernatürliches. Sie hätte dich abtreiben lassen sollen. Du hast deine Mutter getötet. Deine wunderschöne Mutter.« Die Stimme ließ das Wort »wunderschön« auf der Zunge zergehen, und Axis hätte sich vor Ekel und Widerwillen beinahe übergeben.
Deine wunderschöne Mutter. Deinetwegen musste sie sterben, mein Sohn. Du hast sie zerrissen. Darum sollst du wissen, dass sie dich am Ende verfluchte, während du ihren Leib zerfetztest. Deine Mutter schwor, dich zu ersäufen, wenn es ihr nur gelänge, dich in die Hände zu bekommen. Doch du hast sie zuerst getötet. Sie starb und ihr Lebensblut überströmte dich. Welch eine Taufe! Die Stimme keckerte in einer grausigen Parodie auf menschliches Lachen über einen gelungenen Witz. Und das wahnsinnige Kichern umwaberte Axis wie erstickender Rauch. Er weinte, vergoss Tränen, weil er seiner Mutter das angetan hatte, heulte, weil sie ihn verflucht hatte und grämte sich noch mehr, weil er sie nie kennengelernt hatte. »Ich wollte dich nie haben, mein Sohn. Wenn ich vorher von ihrer Schwangerschaft erfahren hätte, hätte ich dich mit eigener Hand aus ihrem Leib gerissen.« »Du bist nicht mein Vater«, schleuderte er dem Wesen entgegen, verzweifelt, aber auch in dem Bemühen, sich selbst davon zu überzeugen. Doch in den Tiefen seiner Seele breitete sich bereits die Furcht aus, dass es sich bei diesem Wesen tatsächlich um seinen Vater handeln könnte. Seine Arme und Beine spannten sich an, als er noch einmal versuchte, die unsichtbaren, zauberischen Bänder zu zerreißen, die ihn festhielten. Aber er blieb gefangen, saß weiterhin in dem dunklen, unbekannten Raum mit seinem Vater fest, mit dem Mann, der ihn abgrundtief hasste. »Du hast deine Mutter vernichtet. Genau so, wie du jeden anderen in deiner Nähe zugrunde richten wirst. Niemand will dich haben, Axis, und niemand liebt dich. Du solltest anstelle deiner wunderschönen Mutter tot sein.« Unzählige, schreckliche und glühend heiße Zähne nagten an seinem Fleisch und rissen Streifen von Haut und Gewebe von seinem Körper, fügten ihm noch keine ernsthaften Wunden zu. Denn ein rascher Tod sollte ihm nicht beschieden sein. Sie wollten ihn foltern und quälen, um ihm so ein langsames Ende zu bereiten. Axis rang darum, den Verstand nicht zu verlieren. »Sieh nur«, sagte die Stimme und klang plötzlich besorgt, »meine Freunde helfen dir. Lecker, lecker.« Jetzt quoll die Stimme über vor abgrundtiefem Hass. »Du bist abstoßend, Axis! Ein Verstoß gegen die Natur, und du hast den Tod verdient. Ich bin gekommen, um zu vollenden, was schon hätte getan werden sollen, als du noch im Bauch deiner Mutter schwammst. Dich auseinanderreißen, Stück für Stück.« In diesem Moment verlor Axis wie stets den Verstand und schrie gellend, die einzige Möglichkeit, die er kannte, um diesem Albtraum zu entkommen. Der Schrei hallte von den Wänden der kleinen Kammer wieder und riss Embeth aus ihrem Schlummer. Das Herz drohte ihr stehen zu bleiben. Sie fuhr hoch und drehte sich zu ihrem Geliebten um, der sich schweißgebadet auf seinem Lager hin und her warf. Seine Finger krallten sich in die Matratze. »Nein«, keuchte er und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf etwas, das die Herrin nicht erkennen konnte. »Du bist nicht mein Vater!« Embeth zerriss fast das Herz. Sie packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn so heftig sie konnte, auch wenn seine Bewegungen sie fast aus dem Bett geschleudert hätten. »Axis, Axis, so wacht doch auf, wacht auf, es ist doch alles gut, mein Liebster, alles ist gut, wacht bitte auf!« Die Herrin kannte diese Träume schon aus der Zeit, als er mit 11 Jahren zu ihr und Garnelon gekommen war. Ein- oder zweimal im Monat hatten sie ihn heimgesucht. Obwohl er in der Dachkammer des Herrenhauses schlief, hatten seine Schreie doch den Fürsten von Tare und seine Gemahlin regelmäßig geweckt. Aber so schlimm wie heute war es nie gewesen. Dabei hatte Embeth schon halb gehofft, er wäre sie losgeworden. »Axis«, rief sie ihn in höchster Verzweiflung an, nahm die Hand von seiner Schulter und schlug ihm ins Gesicht. »Wacht auf!« Endlich schien er zu sich zu kommen und sich von dem Schrecken zu befreien, der ihn im Griff gehalten hatte. Verwirrt und immer noch der Panik nahe, packte er die Herrin am Arm und schien im ersten Moment nicht zu wissen, wer sie war oder wo er sich befand. »Axis«, murmelte sie und drückte seinen Kopf an ihre Brüste. »Es ist doch schon gut. Alles ist gut, Liebste. Ich bin doch da. Bin für euch da.« Der junge Mann schlang die Arme um sie, so fest er konnte. Als könne nur ihre Liebe ihn retten.
Eine Weile wiegte sie ihn und versuchte, ihn zu beruhigen, während er sich bemühte, wieder in die Wirklichkeit zurückzufinden. Embeth strich ihm übers Haar und ließ dabei ihren Tränen freien Lauf. »Schhh«, flüsterte sie, als sie spürte, wie ihm vor Furcht die Schultern zitterten. Nach einigen Minuten löste er sich von ihr und ließ sich auf das zerwühlte Laken zurücksinken. Die Herrin schwieg, hielt sie es doch für ratsamer, ihn zuerst reden zu lassen. Endlich ergriff er ihre Hand. »Dank euch dafür, hier zu sein«, sagte der Axtherr leise, und Embeth fragte sich, in wie vielen Nächten er wohl schon allein aus seinen Albträumen erwacht war. »Das war sicher der Traum, der euch schon in eurer Kindheit bedrängte«, versuchte sie, ihn zum Reden zu bringen. Axis atmete schwer. »Ja, der gleiche. Doch in den zurückliegenden Monaten ist er immer schlimmer geworden. Unfassbar. Entsetzlich.« Er schwieg wieder, und die Herrin streichelte ihm die Wange. »Warum hasst er mich so sehr?«, murmelte Axis. Aber seine Frage schien gar nicht an die Herrin gerichtet zu sein. »Aus welchem Grund? Ich habe nie darum gebeten, geboren zu werden. Wie sollte dann ich die Schuld daran tragen? Könnt ihr mir das beantworten, Embeth?« »Fahrt fort.« Die Herrin glaubte schon, er werde ihr von seinem Traum berichten. Bereits als Kind hatte Axis ihr alle Einzelheiten verschwiegen, so sehr sie ihn auch gedrängt und gelockt hatte. Der Axtherr drehte sich zu ihr um, damit er sie ansehen konnte. Er wollte sie fragen, ob sie jemals bei einer ihrer Geburten das Gefühl gehabt hatte, sterben zu müssen. Und wenn ja, ob sie dann dem Kind die Schuld daran gegeben hatte, ihren Leib so zu peinigen. Doch kaum hatte er sich die Worte zurechtgelegt, musste er feststellen, dass er die Sprache nicht auf dieses Thema bringen durfte. Denn damit hätte er gleichzeitig zugeben müssen, jeden Tag seines Lebens mit der Schuld belastet zu sein, die Mutter getötet zu haben. Die eigene, wunderschöne Mutter. Embeth bemerkte, wie seine Miene sich veränderte. Seine Züge verschlossen sich ihr, und sie wusste, dass sie ihn jetzt in Ruhe lassen musste. Der junge Mann hatte sein Leben in dem Bewusstsein verbracht, von seiner eigenen Familie abgelehnt zu werden. Deswegen fiel es ihm auch so schwer zu glauben, dass andere ihn um seiner selbst willen liebten. Die Herrin küsste ihn ein letztes Mal auf die Stirn, schlüpfte aus dem Bett und suchte nach ihren Kleidern, die auf dem Boden verstreut lagen. In der frischen Morgenluft zog sie sich rasch an, steckte das Haar zu einem Knoten hoch und hoffte, so vor einem flüchtigen Blick bestehen zu können. Der Axtherr lag auf dem Bett, beobachtete sie und war ihr dankbar dafür, ihn nicht länger bedrängt und ihm keine Fragen mehr gestellt zu haben. Bevor sie ging, trat sie noch einmal zu ihm, berührte ihn aber nicht. »Lasst es mich wissen, wenn ihr mich wieder braucht«, flüsterte sie. »Dann will ich sogleich kommen.« Axis nickte, und Embeth lächelte kurz und traurig. Ohne weiteres Wort und ohne sich noch einmal umzudrehen, verließ sie leise den Raum. Der junge Mann blieb allein in der Dunkelheit zurück.